Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von VF Reinigungstechnik. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie man ein rotierendes System von Cleantex an eine Garde, einer Teleskopstange kriegt. Denn wenn ihr das jetzt so zu Hause angeliefert kriegt, dann wirkt das erstmal auf den ersten Blick so, das passt aber nicht, die Durchmesser sind aber falsch. Ja, wir kriegen dann ganz oft Anrufe hier, ihr habt uns den falschen Adapter geschickt, dann erklären wir euch das natürlich am Telefon, wie das geht. Aber um das zu umgehen, machen wir davon einfach mal heute ein Video. Ganz wichtig, man kriegt nur den Solartex C an die Garde einer Teleskopstange, nicht den Solartex W, der ist nur davon da, um ihn vom Dach abzulassen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Als allerersten Schritt muss man, wenn man ein rotierendes System an einer Teleskopstange von Garde nutzen will, immer Element Nummer 1 und 2 rausnehmen. Hat einen Grund der Festigkeit, Grund von Durchmessern und so weiter. Warum? Kann euch aber ja eigentlich egal sein. Ihr müsst ja nur wissen, wie es funktioniert. Das heißt, euer erster Schritt sollte sein, Element Nummer 1 und 2 zu entfernen. Wenn ihr jetzt mal zählt, 1 ist das, wo die Bürste drin steckt, dann kommt 2 und ihr wollt Element Nummer 3 nutzen. Also müsst ihr Element Nummer 3 öffnen und 1 und 2 rausziehen. Dafür löst ihr hier die Klemme so ein bisschen, ja, dass sie ein bisschen mehr Spiel hat, dass da ein bisschen größer alles ist, weil Garde an der Stange haben natürlich einen Auszugstopp und wir können die nur bis zu einer gewissen Länge ausziehen. Irgendwann macht es dann Klack und es geht nicht weiter, weil hier dann der Auszugstopp kommt. Dafür ist es am einfachsten, wenn man das Ganze hier so auseinanderzieht und mit dem Daumen so ein bisschen zwischengreift, dann Stange drehen, ihr seht den Auszugstopp und dann ein bisschen weiterziehen. Vorsicht, nicht komplett rausreißen jetzt, weil da kommt noch ein Auszugstopp. Ihr zieht also noch ein Stück weiter, drückt das Ganze mit dem Daumen wieder ein bisschen auseinander, bis ihr den zweiten Auszugstopp raus habt und schon habt ihr eure Stange unbeschadet in der Hand. Die könnt ihr jetzt weglegen, die braucht ihr nämlich nicht mehr, nur noch wenn ihr damit Glas reinigen wollt. Jetzt habt ihr also hier schon mal den passenden Durchmesser. Ja? Alle Sorgen sind vom Tisch und wir wissen jetzt, dieser Adapter passt hier rein. Besonderheit bei dem Solartex C ist, dass das Ganze mit Hochdruck angetrieben wird. Und das Schöne in Kombination mit der Garde einer Teleskopstange ist der Schlauch innenführend. Das heißt, ihr habt keine Schläuche, ihr habt keine Kabel. Das Ganze wird durch die Stange geführt und kommt hinten an der Stange raus. Um den Adapter für die Garde einer Stange jetzt reinzukriegen, würde ich ihn erstmal abschrauben. Weil das ist einfacher, als wenn ihr den mit dem Solartex dran handeln wollt. Ja, das heißt, es ist hier ein normales M22 Überwurfgewinde, was jetzt hier am Lanzenbogen befestigt ist. Man kann das Ganze auch direkt an den Solartex anschrauben, aber dann hat man diesen Knick nicht. Der Knick sorgt dafür, man sieht das so ganz schön, dass man mit der Stange etwas von der PV-Anlage wegkommt. Wenn wir das jetzt direkt rausgehen lassen würden, hier gerade, dann wäre das Ganze so tief. Ja? Und die Stange hat natürlich auch eine gewisse Durchbiegung und so umgeht man eben, dass die Stange auf der PV-Anlage schleift. Wenn wir das Ganze jetzt hier draußen haben, wird zuerst der Hochdruckschlauch durchgeführt. Der kommt von unten durch, der kommt hier oben raus, den schrauben wir einfach hier unten handfest rein. Der ist dann hier handfest drin. Und dann schieben wir diesen Adapter einfach nur rein, schrauben die Klemme wieder ein bisschen fest, weil die haben wir ja gelöst, um Element Nummer 1 und 2 rauszukriegen, machen das Ganze fest und schrauben dann unseren Solartex hier dran. Auch hier wieder einfach reinstecken. M22 Überwurf ist ein Sechskant, dass ich das Ganze nicht drehen kann. Zack, schrauben wir das Ganze wieder fest. Und schon haben wir unseren Solartex an unserer Gardiner Supermax 50. So einfach ist es. Wenn ihr wieder zurückbauen wollt, das gleiche wieder umgekehrt. Ja, und jetzt wisst ihr, wie ihr euren Solartex an die Gardiner Teleskopstange kriegt. Viel Spaß bei der Arbeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.